Na gut. Fast. So. Ja, der sagt jetzt wieder, dass das ein Block ist, wo eine Mütze drin ist. Na gut. Vermute ich mal. So. Das war jetzt meine Aufgabe? Schwimmen. Tauch zum Schiffswrack. Ich will an der Oberfläche schwimmen. Dann mach das. Drück einfach A. Ach so. Ja, stimmt. So kannst du nämlich auch, wenn du Schaden genommen hast irgendwann mal, einfach ins Wasser springen, an die Oberfläche tauchen und du füllst deine Energie wieder auf. Das ist, da unten ist irgendwas Komisches. Eine Muschel. Okay. Ist auch schon wieder so komisch. Also der hält relativ lange die Luft. Ja, ist jetzt nicht so, als würdest du direkt ersticken, nur weil du mal kurz unter Wasser bist. Fischis! Ja, schwimm doch mal runter. Komm, tauche zum Schiffswrack. Das wird nicht über dem Wasser sein. Die schnappt mich bestimmt, ne? Ne, die macht zwischendurch immer auf und da ist was drin. Ja, da ist doch schon das Schiffswrack. Und wenn die sich bewegt, tut dir das immer weh. Und wenn du die Münze einsammelst, hast du wieder ein bisschen mehr Energie. So, ich da, muss da guckt einer raus. Den musst du rauslocken. Dich? Mhm. Wie denn? Den musst du mal ein bisschen vor die Nase schwimmen. Aber nicht gegen schwimmen, der tut dir, glaube ich, weh. Ja, vielleicht sollte ich jetzt mal kurz hoch. Luft holen. Kommt auch dieses Geräusch, was einen daran erinnert, dass man ja Luft braucht. Ja, schaffst du, Dicke. Und den musst du ein bisschen vor der Nase rumschwimmen, dann kommt er raus. Ah, der ist schon raus. Wunderbar. Und jetzt? Kannst du da rein. Die Kisten in einer richtigen Reihenfolge öffnen. Ja, super, woher soll ich die wissen? Ich meine, das war von hinten nach vorne. Aber ich weiß gar nicht, wo vorne ist. Okay, die ist schon mal nicht. Hier gibt es aber, glaube ich, keine Luft. Hier hast du nur die Chance, das jetzt einfach zu versuchen. Gut, und jetzt? Jetzt nimmst du eine andere. Immer die ganz hinten. Aha, jetzt ist er durch die Kante drüber gehüpft. Hm. Er stickert. Toll. Also die beiden vorne sind's nicht. Ich weiß ja, wie es geht. Das ist halt bei Unterwasserleveln immer das Problem, wenn man unter Wasser irgendwas machen muss. Du schaffst es nicht, dann erstickst du halt leider einfach. Ich meine aber, wenn du eine richtige Kiste erwischst, dann kommt da eine Luftblase raus. Und die bringt dir wieder ein bisschen Energie. Ja, nein. Damit du nicht erstickerst. So, abwärts. Dann einmal zu dem Komischen. Den ein bisschen vor der Nase rumschwimmen. Dann nochmal hochgehen, Luft holen und dann ab da rein. Sonst doch mal auf. Hat ja eben auch geklappt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Pa, 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 pa. Da ist er draußen. Was sind das für Monster? Das ist so ein Zitteraal.
Zeitversuch. Du kannst auch A gedrückt halten, ne? Schwimmt ein bisschen kontrollierbarer. Ja, und die Luftblase mitnehmen. Gut. Welche sagst du? Ja, ich kann nicht, scheißegal, nimm einfach irgendeine. Okay. Ja, drück, halt's doch gedrückt, damit du nicht drüber hinwegschwimmst. Die sind ja nicht so weit auseinander. Okay, ich weiß, welches ist. Das ist die da rechts. Hä? Ist hier noch eine? Ach, du musst die erste wieder neu aufmachen dann. Schwimm langsam. Warum? Weil du wahrscheinlich hochdrückst. Halt doch einfach A gedrückt. Du musst ja nicht so schnell schwimmen. Ja. Mama mia. Luftanzeige sagt aber was anderes. Ja, aber wenn du dann drüber hinweg schwimmst und dann nochmal zurückschwimmen musst, das hilft ja auch nicht. Okay. Let's go. Gut, also wenn man eine falsche macht, geht die wieder zu. Das ist auch gut zu wissen. Huch, was war denn das? Ja, hier auf den freien Flächen kannst du ruhig Gas geben. Sorry. Ja, ich meinte nur auf dem engen Raum, weil man kann, während er so stark paddelt, finde ich nur schwer lenken. Vor allem, wenn man irgendwo genau irgendwo hin möchte. Jetzt hat er dich gesehen. Jetzt weiß er, dass du da bist. Ja. Muss nochmal hoch. So. Volle Energie. Und wieder runter. Jetzt gar nicht gesehen, aber er ist raus. Und nicht zu tief schwimmen direkt am Anfang, sonst bleibst du wieder in der Ecke hängen. Und die in der Mitte war es nicht. Ich glaube, du kannst einfach davor warten. Kommt da von alleine dann dran. Hm. Ich glaube, jetzt ist es in der Mitte. Was passiert hier? Jetzt kommt das Wasser runter. Kannst du schneller hoch. Je weiter oben du bist, desto weniger musst du gleich klettern. Wie? Ja, du musst da hinten hoch. Ach so! Wenn, je weiter du jetzt schon oben bist, desto weniger musst du hochklettern. Dann geht's da hoch. Der ist doch kacke. Ja, der rutscht halt da drauf. Du musst vorher springen. Jetzt auf den Balken hüpfen. Och Mann, no! Och, ja, genau! Erst nämlich den Schwung holen.
Und dann hüpfen. Bist doch scheiße! Ey, nicht so aktiv. Komm, ich schaff's das. Ich komme mir jetzt gerade echt so vor wie so ein kleines Kind, was versucht, eine Rutsche hochzulaufen. Ja, dann laufen wir jetzt weiter die Rutsche hoch. Du darfst halt nicht so lange auf dieser schrägen laufen. Ich will ja auch nur da drauf auf dieses kleine Drecksding landen. Dann mach das doch einfach. Jetzt will ich erst ein Stück. Okay. Das macht dir Spaß, ne? Ein bisschen. Ja, du landest mal da drauf und dann rennst du direkt weiter. Jetzt reicht ja ein ganz kleiner Sprung. Du bist ja gar nicht so weit. Genau. Und aus dem Stand kann er nicht nach vorne hüpfen. Warum kann er aus dem Stand nicht nach vorne hüpfen? Das kannst du auch nicht. Mach der doch! Ja, aber nur ganz bisschen und das. Ja, das hätte doch da gereicht. Na, wäre hier oben angekommen. Jetzt nimmst du ein bisschen Schwung und hüpfst da hoch. Genau, wenn du da drauf bist, immer schnell wieder A drücken, wenn er rutscht, damit er sich wieder hinstellt. Dann will ich erstmal da rüber. Darüber. Ja, oder auf den Holzbalken. Nicht da hochlaufen. Hab ich doch nicht! Ich hab das nicht gemacht! Du hast das gemacht. Nein! Du bist ein Stück den... Nein! Ich habe... Wir haben es auf Video. Hast du den Controller jetzt ausgeschüttelt? Auf den Drecksbalken muss ich ja so oder so. Da kommst du nicht auch von da aus dahin? Wenn du jetzt ein bisschen Schwung holst und dann mit dem Doppelsprung. Mit dem Doppelsprung? Ja, gehst ein bisschen zurück, läufst los, hüpfst und hüpfst auf dem Ding nochmal. Auf die Schrägen. Das Spiel verarscht mich. Ein bisschen vielleicht. Ist das hier gleich gegen die Wand? Nein, hier wird nichts gegen die Wand geschmissen. Das ist halt eine Schräge, da kann er nicht drauf stehen bleiben. Ich hüpfe ja auch die ganze Zeit, der soll nicht stehen, der soll hüpfen. Ja, aber wenn er einmal keinen Schwung mehr hat, dann kannst du auch nicht mehr nach vorne hüpfen. Mir würde es ja reichen, wenn er da raushüpft. Keinen Sinn hier. Ja, es geht halt nicht. So, komm, Stück für Stück. Hüpf doch dann nach links auf das Ding. Oder direkt nach da oben. Ich schaffe von hier auch. Habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Du hast kein Stück Schwung geholt, du bist direkt gesprungen.
Hüpft einfach das Ganze hoch, einfach über den Rand. Holt Schwung und renn einfach hoch. Genau, immer ein bisschen zurücklaufen, Schwung nehmen, hüpfen, stehen bleiben. Stück zurück, das war zwei zurück. Nicht aggressiv werden. Das ist nur ein Spiel. Ich töte den gleich. Du tötest den gleich. Hält dich doch da fest! Er kam nicht bis da. Der Schatten war da dran. Ja, aber die Hand nicht. Ja. So. Jetzt ganz langsam nach links rüber gehen. Erstmal ein Schritt. Kleines Schrittchen zurück. So, und jetzt den Balken lang laufen. Warte, die Mario-Kamera. Mit R. Oh. Drehst denn um? Warte, sie kämpft sich gerade. Sie hängt fest. Dreh mal mit links und rechts. So, und jetzt wieder Mario. Ich möchte nicht. Dann gehst du ein Stückchen nach links. Es wird tricky. So, jetzt in die Richtung und hüpfen. So, jetzt erstmal die Kamera wieder richtig drehen. Und dann mit ein bisschen Schwung und dann da hoch hüpfen. Da bist du. Auf Anhieb. Hm. Erster Anlauf. Und sofort oben angekommen. Das mit dem Hochklettern hättest du mir auch ein bisschen eher sagen können. Wäre ich ein bisschen schneller hochschwommen. Ich hab gesagt, du musst da hochschwimmen. Ja, da hochschwimmen. Das hätte ja auch sein können an Wasseroberfläche. Ja, aber die kam ja runter. Ja. Wie sende ich das? Du hättest sagen können, gleich musst du klettern, schwimmen so weit, wie es geht, da hinten in die Richtung, weil das die Scheißdinger sind, wo du hoch musst. Okay. Da hinten die Kiste, da kommt gleich der Stern raus. Da war ganz schön viel Text für die kurze Zeit, den ich hätte aufsagen müssen. Ich bin ja oft müssen. Genug dahin um die Kisten geschwommen. Okay. Locke den Aalkanu heraus. Hab ich doch schon. Ja, jetzt nochmal. Nein, das ist das Schiff nämlich oben. Guck mal, das ist nämlich. Es ist nämlich nicht das Wasser gesunken, sondern es ist das Schiff gestiegen. Aha. Ja, komm, du kannst auf den langen Flächen ruhig A drücken. Ganz so schnell muss die Frequenz gar nicht sein. Guck, jetzt ist das Schiffchen oben. Und unten ist der Aalkanu. Wo unten? Da ist ein Stern in der Mitte. Achso, ah, okay, ich weiß auch warum. Da kommst du erst mit Metall Mario hin. Weil das drückt dich immer hoch. Da oben rechts war er. Und den musst du jetzt auch wieder so rauslocken, indem du so ein paar Mal dem vor die Nase schwimmst. Oh. Ja. Okay, hoch. Ja, wollte ich. Scheiße. Ich würde schneller schwimmen. Ja, ich hab nichts gesehen. Ich wollte dem nie wieder ins Maul schwimmen. Okay. Oh ne, hoch. Muss wieder hochschwimmen. Der kann nämlich, wenn der hüpft, nicht atmen. Kennt man ja. Von sich selbst. So. So, und jetzt guckst du wieder runter. Ob er jetzt auch rausgeschwommen ist. Ich meine, den muss man nämlich ein paar Mal so anlocken.
Ah, ne, der schwimmt da schon. So, und jetzt hängt nämlich an der Schwanzspitze, ganz simpel, der Stern. Ach, haut er wieder ab, der Sausack. Das ist einer der schwierigsten Sterne, den zu treffen. Ach komm! Ich glaube, der ist gar nicht rausgekommen. Schwimm ganz schnell hoch. Ja! Ja, du hast nicht nach ganz hinten gezogen gehabt. Das warte da mal, was er jetzt macht. Da ist ja noch genug Luft. Immer noch da drin. Passt alles locker. Locker machst du das. Was für ein Descript, das falsche Loch. Hier ist das falsche Loch. Ja. Nö. Nö. Was soll denn? Dann schwimmt er hier irgendwo rum. Da war er. Ja. Ja, okay, dann schwimmen wir jetzt gleich einfach mal hoch, in der Hoffnung, dass du den erwischst. Okay. Gerade eben hatte der einen 3 Kilometer langen Schwanz, ne? Oh, weg da. Nee, der ist immer gleich lang. Der ist nur schnell geschwommen. Ist doch scheiße. Vorsicht, du bist direkt an ihm dran. Halt A gedrückt und schwimm zum Stern. Ah, scheiße. Nee, dann hoch. Hoch. Also, man kann den besser kontrollieren, wenn du A gedrückt hältst. Ja, bringt mir aber nichts, wenn er sich dann nicht bewegt. Ja, er bewegt sich ja. Und das waren ja nur ein paar Pixel, die du da aufholen musstest. Ja, schwimm einfach zusammen zu Hause, da muss er jetzt ja hin. Ja, so bleibt er. Da war's gut. Okay, nur hoch. Ja, der ist wirklich ätzend. Aber nicht verzagen. Ja, warte mal da. Vielleicht ist das eine gute Stelle. Mann! Ja, schwimm einfach zum Stern. Entweder schaffst du es jetzt oder bist halt tot. Muss das nochmal gleich nochmal neu versuchen. Ah, schade. Ja, der ist wirklich das schwierig. Das ist doch kacke! Warum macht man so einen Knös? Weil man ein bisschen ärgern möchte. Aber nur ein bisschen. Mann, die Level machen mir keinen Spaß. Ja, und das da was? Ist kein schönes. Kein schönes? Nein. Nein. Aber du hast auch das Schwierigste dann geschafft, wenn du den hast. Ein bisschen Frustrationstoleranz üben. Habe ich keine. Nicht? Mich gar nicht gemerkt bisher. Versteckst du gut.
Wenn es mal nicht klappt, ja, okay. Aber so zwei scheiß Dinger hintereinander. Also wenn du ganz nah in der Nähe von dem bist, würde ich einfach nur A gedrückt halten. Dann kannst du ein bisschen genauer steuern, wie nah du noch ran willst oder wie nah eben nicht. Aber versuch das mal mit dem neben dem, das sah eigentlich ganz gut aus. Wenn du dich einfach so rechts oder links von dem Loch positionierst, weil da kommt er ja nicht dran. Oh, warte, vielleicht ist da richtig gut. Bleib da. Ja, zu früh, glaube ich. Nein, ich war doch da! Ja, 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 bleib dran. Nee, du musst schnell schwimmen, der hat uns ab. Ich eben heißt es A gedrückt halten. Ja, ja, aber wenn du hinterher musst. Das Problem ist, du säufst jetzt ab. Du musst hoch in die Luft. Jetzt habe ich den nicht. Nee, was? Ernsthaft? Du hast ihn ja noch nicht eingesammelt. Wieso habe ich den nicht eingesammelt? Weil der ja nach da hinten rüber geflogen ist. Das kam wohin? Ja, jemand hat ihn doch gerade weghüpfen sehen, den Stern. Und dann musst du den danach einsammeln. Ist so oft ein Stern um mich herum schon geflogen. Und trotzdem hatte ich ja, den. Ja, aber dann kam er. Jetzt weiß ja, wie es geht. Ja. Einfach. Easy. Eben. Easy going. Also, nächstes Spiel mit nur A-Knopf drücken bin ich gut. Ja? Okay. So, für Mario Party drücken Sie den A-Knopf ganz viel. Ja. Okay. Nur mit dem Daumen. Pa, 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 pa. Warte. Und jetzt hoch. Und wo ist der jetzt hin? Direkt unter dir. Halt A gedrückt und schwimm dahin. Mit A gedrückt halten. Kannst du besser steuern. Muss nach links. Du hast Zeit. Mach ganz in Ruhe. Siehst du. Locker, oder? Hm. Das jetzt geschickt. Wie viele Label habe ich eben? Drei nur. Für den schwersten Stern, wie ich finde, war das okay.